Hallo liebe Zuschauer, ich zeige euch heute in einem kurzen Video, wie ich dieses Problem am 3D-Drucker, nämlich diese Retraktionsbewegung, wenn das nicht richtig fest da drin sitzt. Ja, meine erste Hilfe war mit Sekundenkleber, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ja, ich habe heute vom Ali aus China diese Teile geschickt bekommen und räumen wir gerade mal ein. Das sind Verschraubungen mit dem kleinen Innenteil und die kamen mir dermaßen bekannt vor. Also da gibt es ja verschiedene. Da gibt es einmal die haben hier hinten M6 in Messing. Hier ist eins in Edelstahl oder vernickeltes Messing. Dann gibt es die aber auch mit dem, das ist kein M10, das ist ein Achtel oder ein Viertel Zoll NPT. Ja, Gewinde, also in Gewinde, was im Hydraulikbereich verwendet wird. Ja, also als ich die Teile in China beim AliExpress im Katalog gesehen habe, denke ich, Mensch, ja, also in Verbindung mit 3D-Druck, ja, da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, das sind doch genau die ich in meinem Job in der Dosiertechnik eingesetzt habe. Das ist noch eins, was ich noch habe, für 6 mm Schlauch, 6 mm Teflon Schlauch. Das hatten wir auch für 10 mm, ja, das sah es eben so aus, da habe ich nur noch ein Winkelteil. Und damit die Säuren und Laugen, die ich damit dosiert habe, damit das auch eine sichere Verbindung ist, da durfte das nämlich auch nicht passieren, was bei unserem 3D-Drucker passiert, dass das so hin und her geht. Deswegen haben wir seinerzeit hier solche sogenannten Stützhülsen eingebaut. Ich zeige es euch mal hier drauf. Ja, diese Stützhülsen haben wir da eingesetzt und hier ist noch die für den 10 mm Schlauch, also Außendurchmesser, und diese Stützhülsen, die hat man hier, die Überwurfmutter ist durchgeschoben, hier ist noch eine fest eingesetztes Metallteil drin, was ich dann ganz stark um den Schlauch hier reingepresst hat. Ja. Und dann hat man hier die Stützhülse eingesetzt. Das habe ich immer folgendermaßen gemacht. Einfach so reingedrückt, dass die richtig schön bündig ansaß. Und dann das eingeführt. Und dann habe ich hier meine Verschraubung verpresst. Ja. Will ich jetzt nicht machen, weil das Teil ist das letzte, was ich noch habe. Ja. Und auch die Stützhülse hole ich wieder raus, ja, weil ich die noch vielleicht noch mal anderweitig gebrauchen kann. Ja, nun zu unserem Problem. Was habe ich damals gemacht? Wenn das auch manchmal hinten rausgerutscht ist, habe mir zusätzlich hier, ich habe mir jetzt so ein Teil gemacht hier für unseren, was ist denn der Schlauch? 4 mm, ne? Der Teflon-Schlauch.
hier für diesen 4mm Schlauch. Für meinen Job hatte ich das auch für diesen 6mm, ne, der ist nicht ganz. Ja, da hatte ich mir so ein Teil damals gebaut und das habe ich auch jetzt gemacht. Und mit diesem Teil, mit dieser Hilfsverschraubung, gelingt es, dass man das hier hinten so aufbördelt. Ja? Und zwar machen wir das jetzt mal. Das schneiden wir nochmal ab. Mit dem Schlauchcutter hier. Und dieser Schlauchcutter, ne, der schneidet einen wirklich winkligen Schnitt. Das war hier vorne schon aufgebördelt. Jetzt gehen wir noch mal raus mit dem Teil. Wir nehmen jetzt diesen Schlauch und ich habe da mir immer einen Kreuzschlauchschraubendreher genommen. Also vorher muss er durchgesteckt werden, ja. Wir stecken den so weit durch, dass er vorn so ein bisschen rausguckt hier so. Und jetzt gehe ich hier mit dem Kreuzschraubendreher und bördel das so ein bisschen auf, ja, dass ich schon hier so das aufgeweitet habe, ne? Also 4 mm ist es nochmal, ja, damit ich hier schon einmal so 4,5, 4,8 habe. Und dann habe ich mir hier eine Gewindehülse gemacht. Ja, M6 Durchgangsgewinde. Das schraube ich jetzt hier schon mal drauf. Und wenn ich jetzt von der anderen Seite eine ebenfalls M6er Schraube, die ich vorne ganz flach. Gut, ich habe eine Drehmaschine. Wie könnt ihr das machen? Ihr könnt das in einen Akkuschrauber einspannen. Der Akkuschrauber, der spannt hier bis 13 mm, ja. Und das ist hier Schlüsselweite 10. Also kann ich das mit dem Dreibackenfutter vom Akkuschrauber spannen und drehen lassen. Und mit dem drehenden Akkuschrauber gehe ich an meine Schleifscheibe, Bandschleifer, Tellerschleifer oder am Doppelschleifbock. Währenddessen der Akkuschrauber dreht, habe ich dann, wenn ich dann das anschleife, ja, ich will jetzt nicht extra in die Werkstatt gehen, ihr könnt euch das vorstellen, kriege ich dann hier eine ordentliche Fläche hin. Im Idealfall dreht man sich vorher eine Mutter drauf, denn wenn ich anschließend die Mutter wieder runterdrehe, dann, und das Gewinde wäre hier vorne so ein bisschen verschliffen, ja, dann schneide ich mir mit der Mutter beim Runterdrehen das Gewinde schon wieder sauber. So. Das sollte man dann auch nochmal mit einer Feile, ja, schön hier so eine Faser dran feilen, damit man dieses Außengewinde von der Schraube auch richtig schön locker hier dann reinbekommt. Das heißt, wir haben hier schon unser zu bördelndes Teil drin. Ja, da schrauben wir hier so 2-3 Gewindegänge drauf. Und jetzt schraube ich hier die Schraube so lange rein, bis ich hier schon einen Widerstand spüre. Ja? So, und jetzt kommt's. Jetzt brauche ich 2 Zangen. Die Zange und einen 10er Schlüssel. Mit ein bisschen Glück. Was habe ich ein Glück hier? So, ich halte das jetzt fest und schraube die Schraube rein. Und jetzt drückt sich die plan geschliffene Schraubenende bis zum Anschlag rein und wieder zurück. Das war's dann. Und
guckt euch jetzt mal an, wie schön sich das da vorne rumgebördelt hat. So, schaut her, wie schön sich das hier so rumgebördelt hat. Jetzt haben wir nur ein Problem, weil der Durchmesser wahrscheinlich auch zugequetscht ist. Ja. Den kriegen wir gerade so noch da rein. Da haben wir aber Glück gehabt. Das ist eine Maßnahme, die würde dann auch schon verhindern, wenn hier noch der Verriegelungsteil reinkommt, würde auch schon verhindern, dass das sich hier hin und her schieben kann. Also das hier wäre die Maßnahme, die jeder machen kann, der halt hier so ein, was ist denn das, M6, ne? Genau, M6 hier. Da, hier ist ja M6 drauf, also muss ich natürlich da auch ein M6 Durchgangsgewinde haben, ne? Um mir diese Schraube herzustellen. So. Maßnahme 1 für die, die Gewinde schneiden können. Dann kam vom AliExpress, wie ich vorhin schon gezeigt habe, heute diese Teile. Und jetzt stellen wir mal mit dem weißen Schlauch diese Verschraubung her. Was hat's damit auf sich? Hier rollt schon diese kleine Messinghülse, die diese kleine Messinghülse. Diese kleine Messinghülse, die hier auf den Durchmesser gerade so drauf passt, die schneidet sich aufgrund dieses Konusrings, dieses Kegel Stumpfs, ja, oder ja, dieser Konizität schneidet sich hier in den Schlauch ein und schneidet sich da in den Schlauch ein. Wenn wir das dann zusammengeschraubt haben, das Ding kriegen wir nie wieder so runter, ja. Das ist auch nur einmal und danach kann man den Schneidring nie wieder verwenden. Also von der Seite kommt jetzt unsere Überwurfmutter. Und das Teil, seht ihr, hier ist auch der Konus drin. Und da hinten drin in der Überwurfmutter ist auch konisch. Andersrum natürlich, ne? So, das setzt man bis zum Anschlag rein. Schrauben das auch wieder mit Gefühl drauf. Mit ein bisschen Glück ist das auch wieder ein 10er Schlüssel, jawohl. Dann halten wir hier mit einem anderen Schlüssel oder einer Zange zur Not das Teil fest und ziehen das hier an. Alles mit ein bisschen Gefühl, ne? Und wenn ich das jetzt wieder lockere, ist der Ring dermaßen fest da drauf. Hier, Leute, bei der Lösung bewegt sich nichts mehr. Es sei denn, die Überwurfmutter ist locker, dann habe ich das auch. Ja? Das ist meiner Meinung nach die gescheiteste Verbindung am 3D-Drucker. Und das baue ich jetzt ein. Bevor wir das in den Drucker einbauen, hat auch jeder so ein bisschen Filament, ja. Dann gucken wir erstmal. Und das bewegt sich richtig ordentlich, ja. Also ist nicht so, dass es zu eng gequetscht ist, dass jetzt das Filament nicht mehr durchpasst. Und dieses Ende kommt ins Hotend bis unten hin, bis zur Düse, ne. Und damit man hier, wenn dann durch den Schlauch das Filament kommt, beim Einführen, beim Durchschieben, damit man hier leichter, damit es hier ja nicht eine Hemmung gibt, hier könnte man vorher noch mit einem
Senker. Habe hier einfach einen 90 Grad Fräser drin. Mit dem Senker hier mal ein paar Umdrehungen machen. Seht ihr die Späne, ja? Und jetzt habe ich hier einen schönen Konus dran gearbeitet. Und wenn ich jetzt das Filament reinschiebe, dann kriegt das leichter die Richtung. Also hier den Schlauch habe ich schon eingeführt. Natürlich das Hot End aufgeheizt, den alten rausgeholt, den neuen wieder reingeschoben bis unten hin. Vorher die Düse eine Umdrehung aufgedreht, den Schlauch bis zum Anschlag gegen die Düse geschoben, hier oben verriegelt und dann die Düse endgültig angezogen, damit sichergestellt wird, dass der Schlauch richtig bündig unten auf der Düse sitzt. Ne? So, jetzt kommt hier hinten der Einbau, damit ihr das besser seht. Ja, habe einfach das Teil rausgeschraubt. Ja. Und dann setzen wir hier unsere neue Verschraubung mit M6 unten ein. Und ziehen die schon mit Gefühl fest. Leute, das ist nur Aluminium da drin. Ja? Das könnte ich, wenn ich den Hebel benutze, könnte ich das Gewinde kaputt machen. Ja? Also wirklich mit Gefühl gerade so fest. Ja, hier haben wir unseren Schlauch, den wir einführen mit der Überwurfmutter. Und jetzt habe ich hier so einen poplichen Schlüssel, aber es könnte sein, der passt, genau. Da kann ich dann mit dem hier ein bisschen gegenhalten, ja, ansonsten. Weil das, was ich jetzt mache, das muss ordentlich fest sein. So, und hier wackelt nichts mehr jetzt. Ja? Ja, Leute, ich hoffe, ich habe euch helfen können mit solchen Ideen oder mit diesen kleinen Teilen, die man beim Ali in China bestellen kann. Ja, gibt es vielleicht auch in Deutschland im Fachversand, ja, fürs Dreifache. Jo, die Dinger, die mit diesen blauen Konnektoren, ja, die werde ich vermutlich jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr brauchen. Gebt mir einen Daumen nach oben, schaltet mich wieder ein, schenkt mir ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen und bye bye, sagt der Bastelei.